Aufgepasst! Es gibt eine wunderbare Methode, die ein Psychologe entdeckt hat. Ein Gedankentüff in 5 Schritten, mit dem Sie Ihr Leben radikal verändern und verbessern können. Sofort werden Sie in einer Welt eintauchen, die mehr Licht bietet als bislang, in der Sie mehr erreichen können als bislang. Dieses Video, das kann Ihr Leben in eine bessere Richtung lenken. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers Den Netten beißen die Hunde, da lernen Sie, wie Sie sich als sozialer Mensch abgrenzen. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag des Jahres, gern auch des neuen Jahres, unterstützt und begleitet. Wissen Sie, was eine Musturbation ist? Nicht das, was Sie jetzt denken. Das ist kein Aussprachefehler, das ist eine Wortschöpfung. Eines Tages hatte der Psychotherapeut Albert Ellis keine Lust mehr darauf, in der Vergangenheit seiner Patienten wie in einem Misthaufen herumzuwühlen, um möglichst viel Störendes ans Licht zu fördern. Ellis sah ein, dass es den Leuten kaum gut tat, Zitat, wenn ich ihnen half, die Vergangenheit zu verstehen, sondern es blockierte sie, sich mit ihrer aktuellen Situation auseinanderzusetzen. Und ein genialer Gedanke, der blitzte auf in seinem Kopf. Was, wenn das Problem seiner Patienten nicht in der Vergangenheit lag, sondern nur in ihrem Denken darüber? Hatte er nicht tausendfach erlebt, dass Menschen unter ihren irrationalen Ich muss, ich darf nicht Vorstellungen litten? Würde es vielleicht schon reichen, diese zwanghaften Gedanken, er nannte sie Musturbationen, auf den Prüfstand zu stellen, um Menschen aus ihren Denkkäfigen zu befreien? Damit hängt der Gedankentüff in 5 Schritten zusammen, den ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Und so entwickelte Albert Ellis ein Training für Gefühle und Gedanken, das er rational-emotive Verhaltenstherapie nannte. Der Erfolg, der verblüffte ihn selbst. Menschen, die über Jahre vergeblich in die Psychotherapie gekommen waren, die berichteten schon nach wenigen Sitzungen von richtig großen Fortschritten. Die Methode, die verbreitete sich in Windeseile um den ganzen Globus und sie fand auch bei seelisch gesunden Anklang. Immer mehr Menschen nahmen es selbst in die Hand, sich glücklich statt unglücklich zu denken. Und genau diese Methode, die kann auch Ihr Leben verändern, denn Sie müssen den Gedanken daran nur mit Leben füllen. Aber wie geht das? Die Grundidee, die sieht so aus. Wenn Ihnen ein äußeres Ereignis widerfährt, A, Sie zum Beispiel bei einer Beförderung übergangen werden, reagieren Sie darauf mit einer Konsequenz, nämlich C. Zum Beispiel fühlen Sie sich um die Früchte Ihrer Arbeit betrogen und grollen mit Ihrem Chef. Eine solche Reaktion mag Ihnen zwangsläufig erscheinen, ist es aber nicht. Laut Ellis liegt es an Ihnen selbst, wie Sie reagieren, weil A und C durch einen entscheidenden Zwischenschritt verbunden sind, nämlich ein B, das für Ihre Bewertung steht. Jedes Mal, wenn Sie etwas erleben, kleben Sie diesem Ereignis das Etikett einer Bewertung auf. So wie eine frisch hergestellte Flasche durch Ihr Etikett zur Wasserflasche oder zur Spiritusflasche wird. Zum Beispiel etikettieren Sie die entgangene Beförderung als große Niederlage, Ihr unordentliches Kind als völlig chaotisch, Ihre ausführliche Mahlzeit als Fressanfall oder Ihre morgendlichen Augenränder vom Spiegel als katastrophales Aussehen. Und erst dieses Etikett, das Sie selber austeilen, das entscheidet über die Bedeutung eines Ereignisses, ob Sie es für genießbar halten, wie das Mineralwasser, oder für giftig wie den Spiritus. Ob Sie ruhig bleiben oder innerlich toben, vorher war das Ereignis neutral wie eine frisch hergestellte Flasche. Leider neigen wir beim Etikettieren dazu, dass wir übers Ziel der Rationalität hinausschießen. Viele Bewertungen, die bestehen aus Muss-Vorstellungen, aus Übertreibungen, aus Katastrophenfantasien und aus Verallgemeinerungen. Kein Wunder, dass der Anblick solcher Etikette Sie in Ihrer Selbstbestimmung ausbremst und dass er Ihre Laune natürlich in den Keller schubst. Der revolutionäre Gedanke von Albert Ellis, mal angenommen, Ihre Zufriedenheit, die hinge gar nicht ab davon, ob Sie befördert werden oder nicht, ob Ihr Baby wie verrückt schreit oder still ist, ob Ihre Aktien steigen oder fallen, ob Ihr Partner die Zahnpastatube schließt oder wieder einmal offen lässt. Stellen Sie sich vor, all das wäre für Ihr Glück und für Ihr Wohlbefinden gar nicht entscheidend, sondern lediglich, wie Sie all diese äußeren Ereignisse in Ihrem Kopf etikettieren. Ganz im Sinne des Philosophen Epikur, der einmal gesagt hat, und damit hat er genau den Kern dessen getroffen, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und Urteile über die Dinge.
Und jetzt ein praktisches Beispiel, um den Gedankentüv in 5 Schritten ins Spiel zu bringen. Das wird Ihnen helfen, danach mit schwierigen Situationen viel gelassener, viel lockerer umzugehen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens vor Ihrem Badezimmerspiegel und Sie entdecken einen kleinen roten Fleck auf Ihrer Stirn. Offenbar ein winziger Pickel. Sie schauen genauer hin. Ist er tatsächlich winzig? Ihr Kopf neigt sich dichter an den Spiegel, bis Ihr Atem das Glas beschlägt. Was Sie jetzt sehen, beunruhigt Sie. Sie denken sich, so kann ich auf keinen Fall aus dem Haus. Dieser Pickel, der macht mich hässlich. Je länger Sie hinschauen, desto alarmierter sind Sie. Was Sie da sehen, das ist kein Pickel mehr, das ist ein roter Vulkan, der sich von Ihrer hellen Haut abhebt, bereit zum Eiterspeien. Niemand, denken Sie, wird Ihnen mehr in die Augen schauen können, ohne dass sein Blick zu diesem Pickel abschweift. Ist es überhaupt ein Pickel oder doch der Vorläufer eines Ausschlags, der Ihr ganzes Gesicht wie einen Streuselkuchen übersäen wird? Was haben Sie gestern Abend eigentlich gegessen? Nüsse dabei? Vielleicht haben Sie ja eine Lebensmittelallergie. Keine Frage, Sie müssen zur Tat schreiten. Kampf dem Pickel. Also drücken Sie mit spitzen Fingern auf dem Pickel herum, in der Hoffnung, er werde kleiner und unsichtbarer. Der anfangs unauffällige Pickel, der rötet sich durch die Bearbeitung und nun ist er tatsächlich nicht mehr so leicht zu übersehen, nicht mal mehr unter Schminke. Ach, hätten Sie doch bloß die Finger von diesem Pickel gelassen. Dieses alltägliche Beispiel, das verdeutlicht das Dilemma des irrationalen Bewertens. Ihr Anblick im Spiegel A erzeugt eine Bewertung, B, Sie vergeben für den Anblick das Etikett großer Schönheitsfehler. Und als Konsequenz C schlüpfen Sie in die Rolle des Schönheitschirurgen und Sie schaffen es, mit einer Mini-OP einen Maxi-Schaden anzurichten. Was Sie eigentlich verhindern wollten, ein sichtbares Mal auf Ihrer Stirn, genau das brocken Sie sich ein. Aber was wäre passiert, wenn Sie dem ersten Stressgedanken, so kann ich auf keinen Fall aus dem Haus, dieser Pickel macht mich hässlich, skeptischer begegnet wären? Und hier der revolutionäre Gedankentüv in 5 Schritten, der Ihnen zu mehr Objektivität verhelfen wird. Erstens, fragen Sie sich immer, stimmt diese Aussage objektiv? Lässt sie sich belegen? Oder übertreibe ich und rede mir etwas ein? Mögliche Antwort in diesem Fall: Es ist definitiv falsch, dass ich mit einem kleinen Pickel auf der Stirn nicht aus dem Haus kann. Niemand wird mir das verbieten. Müsste jeder Mensch mit Pickel auf der Stirn zu Hause bleiben, wären die Straßen deutlich leerer und die Schulhöfe sogar leergefegt. Der Pickel hat keine Hände, er kann mich nicht zu Hause festhalten. Außerdem ist es unmöglich, dass ein winziger Pickel mich hässlich macht. Zudem, ich könnte auch mit großem Pickel schön sein, weil Schönheit mit Ausstrahlung und nicht nur mit reiner Haut zu tun hat. Kommentar: Nun stellen Sie Ihrem spontanen Gedanken eine rationale Analyse gegenüber. Ihre erste Einschätzung, die gerät durch die Fakten ins Wanken. Sie merken, dass Sie die Situation dramatisiert und sich selbst eingeschränkt haben. Jetzt zum zweiten Schritt. Fragen Sie sich, was hat mich zu dieser irrationalen Bewertung veranlasst? Welche heimlichen Muss-, Soll-, Darf-Nicht-Sätze, die mich oder andere leiten, sind hinter meinem Denken zu finden? Mögliche Antwort: Mein Gesicht muss makellos sein. Oder: Ich darf keinen Schönheitsfehler haben. Oder: Es darf nicht wahr sein, dass ich einen Pickel bekomme. Oder: Andere müssen mich schön finden. Kommentar: Wenn Sie etwas wollen, zum Beispiel ein makelloses Gesicht, ist das ein Wunsch und Sie können damit leben, wenn er sich nicht pausenlos erfüllt, denn das ist das Wesen der Wünsche. Wenn Sie aber eine heimliche Forderung daraus ableiten, sagt Albert Ellis, geraten Sie unter Druck und machen sich das Leben zur Hölle. Solche Forderungen, die zielen in 3 Richtungen. Auf Sie selbst, ich muss, auf andere, du sollst, und auf höhere Mächte, das Leben, die Welt, das Schicksal soll dafür sorgen, dass ich keine Pickel bekomme. Da bin ich beim 3. Punkt, und zwar: Fragen Sie sich, habe ich einen objektiven Anspruch auf diese Forderungen? Treffen diese Aussagen zu oder verlange ich irrational viel? Mögliche Antwort: All meine Ansprüche sind irrational und übertrieben. Erstens die Forderung an mich selbst, denn es wird mir nie gelingen, fehlerfrei zu sein, und zwar auch nicht frei von Schönheitsfehlern. Fehler, die gehören zum Menschsein.
Zweitens die Forderung an die anderen, denn ich entscheide nicht selbst, wer mich für schön hält, sondern das tut der Betrachter, womöglich nach Kriterien, auf die ich keinerlei Einfluss habe. Und drittens habe ich keinen Anspruch darauf, dass es nicht wahr sein darf, dass ich einen Pickel bekomme, denn die Realität und biologische Vorgänge im Körper, die folgen ihren eigenen Gesetzen und nicht meiner Eitelkeit, auch wenn ich das gerne hätte. Kommentar: Vom oberflächlichen Stressgedanken sind Sie jetzt eine Ebene tiefer gedrungen zu Ihren Glaubenssätzen. Diese Sätze, meist stammen sie aus der Kindheit, die beeinflussen Ihr Denken in unterschiedlichen Situationen. Wenn es Ihnen gelingt, diese Sätze zu hinterfragen, können Sie die Eigensteuerung zurückerobern. Und jetzt sind wir beim vierten Punkt, und zwar: Fragen Sie sich, helfen mir diese Annahmen, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen will? Helfen Sie mir, dass ich in meinem Leben so handeln kann, wie ich handeln möchte? Helfen Sie mir, dass ich stimmig und selbstbestimmt lebe? Mögliche Antwort: Im Gegenteil, ich schränke mich hier ein, ich konzentriere mich auf eine minimale Schwäche und verleihe ihr dadurch ein ganz unnötiges Gewicht. Meine Ansprüche und Forderungen sind so formuliert, dass ich meine eigene Enttäuschung provoziere. Und warum definiere ich mich eigentlich so sehr über mein Äußeres? Kommentar: Nun haben Sie Ihre Musturbation einer gründlichen Prüfung unterzogen und Sie sind zu der Meinung gelangt, dass Sie Ihr Leben davon nicht lenken lassen wollen. Also haben Sie die Gelegenheit, diesen Gedanken durch günstigere zu ersetzen. Und jetzt bin ich beim fünften Punkt des Gedankentüffs, und zwar der Frage: Wie wünsche ich mir, in der jetzigen Situation zu denken? Welche Sichtweise wäre objektiv angemessen? Welche Gedanken täten mir persönlich gut? Wie müsste ich die Sache sehen, um darin eine Chance zu erkennen? Mögliche Antwort: Ich habe da einen kleinen roten Fleck auf der Stirn. Dieser Pickel ist kaum sichtbar und morgen vielleicht wieder weg. Wahrscheinlich wird ihn außer mir niemand bemerken, denn die meisten Menschen sind mit sich selbst befasst. Und wenn ihn jemand bemerkt, wird ihm klar sein, dass es sich um einen natürlichen Vorgang handelt, der keinerlei Rückschlüsse auf meine persönliche Wertigkeit zulässt. Deshalb werde ich diesem Pickelchen keine weitere Aufmerksamkeit schenken und ich werde unbelastet aus dem Haus gehen. Kommentar: Dieses realistische Denken, das orientiert sich an Fakten und an Ihrem Nutzen. Schließlich ist es legitim, dass Sie sich mit Ihrem Denken nützen und nicht schaden wollen. Die Situation vorm Spiegel hat sich nicht verändert. Noch immer befindet sich der Pickel auf Ihrer Stirn. Der einzige Unterschied bei dieser Variante: Ihr Verstand hat sich in jener Sekunde eingeschaltet, als Ihre Bewertung ein irrationales Etikett aufkleben wollte. Also konnten Sie es prüfen, für falsch befinden und durch ein neues überkleben. Durch Achtsamkeit ist es Ihnen gelungen, die negative Gedanken- und Gefühlsspirale, die bis zu Angst vor einer Allergie hätte führen können, frühzeitig zu unterbrechen. Nutzen Sie diese Methode bitte ab sofort. Hören Sie sich beim Denken zu. Hinterfragen Sie Ihre Bewertungen. Kommen Sie raus aus den Musturbationen und entscheiden Sie sich für Gedanken, die Ihnen dienen. Und ich verspreche Ihnen, Ihr Leben wird sich dadurch verändern, und zwar sehr zum Positiven. Schauen Sie gerne noch mein Video über die 12 Karma-Gesetze. Die können Ihr Leben ebenfalls in eine ganz positive Richtung lenken. Wir verlinken es in der Infobox und wir blenden es gleich zum Anklicken noch ein. Und wenn Sie die kommenden 365 Tage zu den besten Ihres Lebens machen wollen, dann nutzen Sie mein gratis Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Darin verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben wunderbar verändern können. Mich hat diese Methode zu dem gemacht, der ich heute bin, und die wird auch bei Ihnen funktionieren. Das Seminar ist im Moment noch kostenlos. Klicken Sie gerne hier oder in der Infobox, dann können Sie die nächsten 365 Tage durchstarten. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke, dann kriegen Sie bei jedem neuen Video Nachricht. Ihr Martin Wehrle.